So. Ja, zwei Balken, geht schon klar. Noch Wenn ich nicht. bedenke, dass wir schon Stufe 40 sind, eigentlich müsste man standardmäßig, wenn man das Spiel beendet, Stufe 31 sein. What the fuck? Wenn man zu zweit spielt schon und das Standardspiel beendet. Ich glaube, nach dem DLC ist man ungefähr 37, 36 so, wenn man zu zweit spielt. Also zu dritt geht auf jeden Fall einiges mehr. Wo bist du überhaupt? Ja, da unten waren noch Gegner eigentlich auf dieser Fläche gewesen. Aber okay. Ja, die Feuerfallen haben genau an mir vorbeigeschossen. So, warte, haben wir hier hinten noch was? Ah, ne, okay. Hoffentlich kriegen wir mal ein paar blaue Items. Wobei, blau ist eigentlich auch nicht so toll. Eigentlich mag ich die blauen gar nicht so sehr, weil die kann man einfach nicht immer upgraden, während man andere Waffen schön immer updated halten kann, wie zum Beispiel halt eben irgendwie so ein schönes grünes Item, was richtig stark ist. Das kannst du immer schön updaten, wie du es haben willst. Oh shit, ich muss gerade aufpassen. So, nicht nochmal sterben. Da hat mich gerade dieses Gift, der Giftschaden richtig gestört. So. Und down sind sie. Sauber. Zwei präzise Schüsse. The cost of your life is just one arrow. Ah, hier geht's wieder hoch. Oh. Das waren Oder. ziemlich viele gerade. Ja, oder ein lautes Plinken. So. Aber Hauptsache erstmal letzte Woche vor den scheiß Ferien, ne? Erstmal zwei Ja. Klausuren schreiben. Heute schön Englisch und Ja, das verstehe ich nicht, warum ihr das macht. Könnt mich mal, Alter. Und dann einfach jetzt nochmal morgen halt eben Rallye. Wobei Rallye, wie Ich bin gesagt, seit der zwei chilligste Wochen war. fertig mit Klausuren schreiben. Wäre chillig, Alter, wenn ich mir denke. Wobei, ich finde es immer ganz toll, wenn man Klausuren schreibt, dann geht die Woche irgendwie so schnell rum. Weil einfach du irgendwie keinen Unterricht machst, sondern Zeit, Klausuren schreibst. so. Dann denkst du einfach so, was? Ich hatte nur so wenig Zeit. Ach, wenn ich bedenke, wie viel ich lerne, ist mir das scheißegal, wie viel Zeit ich habe. Mich fuckt's ab, ich hab nur eine Woche frei insgesamt. Wie sehr wichtig die gerade nicht. Ich schieß durch die durch, mach aber keinen Damage. Sieh zu. Egal, mach Okay. ich Nahkampfattacken, die treffen wir mal noch. Guck mal, Hauptsache Geister sind gestorben da oben. So, jetzt haben wir ein riesiges Gebiet aufgedeckt. Wir müssen erstmal gucken, wo wir lang müssen. Bäm, ich war schneller. Nein, doch Da nicht. unten am Scheiße. besten noch mal. Ja, der zweite Schuss hat wieder nicht getroffen. Keine Ahnung warum. Sonst hätte ich dir den geklaut. Da unten haben wir noch ein Stück. Ey, Kugeln sind halt so lange. So langsam. Das ist halt so lange. Eigentlich wäre es geil, wenn ich einen Bogen finden würde, der hohen Damage stiehlt und gleichzeitig eine richtig hohe Attack Speed hat. Also, wenn dann eher ein Bogen, der hohe Attack Speed hat, als ein Bogen, der hohen Damage hat und langsam schießt, weil meine Fragmente ja dann viel, viel öfters auftreten können, wenn ich schnell Aber hier kommen schieße wir komischerweise nicht mehr hin, da müssen wir da gleich irgendwie und ich hin. dann guten Damage dann kriege. Das wäre wahrscheinlich das Beste für mich. Ich muss mal kurz gucken, was hat der neue Bogen eigentlich? Toll, ist genauso langsam wie der andere. Noch ein Belagungsläufer, der freiwillig sterben will. Plöpp. Mist, da bin ich schon wieder in so ein scheiß Feuer reingerannt. Warte hier entlang. Haben wir vielleicht nämlich noch irgendwas? Ich weiß nicht. Doch, hier ist noch was. Schönen Shotgun-Schuss hat man da wieder gesehen. Aber ich mag den Skill wirklich. Ich muss mal gleich gucken, wie hoch der schon ist. Jetzt ist ja bald Level Up angesagt. Und bin ich mal gespannt. Da war wieder ein Shotgun-Schuss. Weg mit dir, so. Alle weg hier, so. Ali Kumbaya. Ali Bumba heißt es. Ich weiß, aber trotzdem. Aber das Gebiet ist eigentlich jetzt fertig. Jetzt geht's da oben noch weiter ins nächste wieder rein. Zumindest Hey, hier was geht's dann nach der noch. Markierung war. Ja. Der sieht doch mal schön aus. Dieser Meisterbogenschütze hat bestimmt einen tollen Bogen. Hat er? Nein, hat er nicht. Langweiler. Lololololo. Wieso ist das dann ein Meisterbogenschütze? Laura. Ajojojoj. Er hat einfach Skill, der braucht keinen guten Bogen. Ja, okay, stimmt. Du hast auch keinen guten Bogen. Ja, mein ist relativ outdated, aber als ich ihn hatte, war der richtig geil. Ich überlege gerade, von wann habe ich den Bogen denn? Ich glaube, du hast ihn irgendwann mal gekauft bei. Ja, Du überleg hast mal, den wann irgendwie ich den Dropshipping. Nebelzahn hab.
Ja. Ihr müsst bedenken, seit wann trage ich meine Robe? Ja, komm. Oder trage ich seit Griechenland? Ja, komm, du übertreibst ja auch. Die Magier hat ja auch keine, hat ja auch nur Scheißroben. Das ist das Schreckliche am Magier. Der hat keine einzige ordentliche, keine einzigen ordentlichen Equip-Teile außer blauen. Das ist echt traurig. Wenn du nicht mit einem Magier eine komplett blaue Ausrüstung hast, stirbst du einfach instant. Und selbst mit der stirbst du instant, weil er einfach total wenig Rüstung hat allgemein. Oh, das sieht heftig aus. Hm. Wow. So, warte mal, ich glaube, wir gehen nochmal hier oben entlang vielleicht. Hauptsache die Musik, ey. Richtig, ich hab halt keine Musik. Ich habe meine Musik auf häufig gestellt, dass die häufiger vorkommt als sonst immer. Also, dass ich dann in jedem Gebiet ungefähr eigentlich immer musikalische Untermalung habe. Eva episch, die Musik. Ja, schön episch, genau. So wie es bald der nächste Spieldurchlauf ist. Jetzt würde, jetzt würde den allen Kumpel aus meiner Klasse mich fragen, heißt es episch oder episch? Epic. Epic. Egal, aber so wie man sowieso einiges ausspricht, jeden Tag der Herr, dann frag mich sowieso. Scheiß auf die Grammatik, man spricht es eh nicht so aus. Die haben mir gerade krank viel Leben gezogen. Oh, 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 oh. Was? Da kam gerade das gefährliche Geräusch. Bei mir auch. Bei mir nicht. Haha. Ich hab's in der Zeit noch down gemacht. Wenn ihr verwirrt rum. Oh, Bossgegner. Jo, bin da. Ja, der ging ja schnell. Oh. Durch die Kampfstandartige, ne? Jo. Wobei, die ist jetzt schon wieder down, krass. Ich hätte ja, der hat die kaputt gehauen, der Wichser. Ich wollte gerade meine SWS-Mann abchecken, so. Und dann hätte Wemba auch mal seine Viecher neu beschwören können, weil die sind ja dann eigentlich. Ich hab doch meine gar keine mehr. Ich hab ja, stimmt, das ist ja die Skill, stimmt. Bei meiner Aura habe ich die Skill. Ja, egal, jedenfalls trotzdem. Eigentlich wäre es das Schlauste für mich, wenn ich warte, bis ich meinen Skill caste, damit er höheres Level hat, sobald halt eben Us sein Dings gecastet hat. Weil dann ist ja mein Buff für uns alle, ist ja dann nochmal stärker als vor sonst immer. Ja, das stimmt. So, Level Up. Wie sieht's bei euch aus? 41? Ja, ich bin auch schon Level Up. Wie viel fehlt dir noch? Noch einen halben Balken. Okay. Aber man merkt schon, wir leveln langsam schon ein bisschen langsamer. Meine... Uns, wir, das letzte Mal, was ich gefragt habe, hatten uns zwei gefehlt. Jetzt ist ja auch schon ein bisschen Zeit seitdem vergangen. Wow. Aber egal, geht schon noch. Wir warten einfach bis ein bisschen. Oh, geht noch, klar. Aber ich würde irgendwann sagen, so ab einem gewissen Level oder wenn wir offscreen sind, müssen wir nicht mehr unbedingt auf die anderen warten. Weil, wie gesagt, es wird jetzt immer länger dauern. Da wird ein halber Balken wird wirklich zu einer 10-Minuten-Akt werden irgendwann. Ja, wobei, so lange auch nicht. Trotzdem, es wird jedenfalls länger dauern. Und dann sollten wir nicht so lange warten müssen. Es geht erstmal mit der Kampfstandard hier. Argolis, jo. Wow, warum sind hier so viele Gegner gleichzeitig? So, alle weg mit euch. Alle weg. Alle instant getötet. Ja, ist auch besser so. So, das müsste ja gleich aufgestiegen sein. Ich habe jetzt schon fast wieder einen halben Balken vom nächsten Ding. Jetzt. Weg. Ja, okay, dann können wir ja nach der Gruppe mal skillen. Wird bei mir, glaube ich, nicht lange dauern. Wobei, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt am Skillen war. So, okay, gucken wir mal nach. Wo bin ich stehen geblieben? Ach, hier. Oh, okay, Aura ist fertig. So, bei mir ist mein Shotgun-Skill ist jetzt auch fertig. Jetzt kann ich meine andere Aura skillen. Und zwar die hier. Jetzt wird mein Durchschlagsschaden noch mehr erhöht. Haha. SPS steigt dauerhaft an ab jetzt. Stärke wieder hochskillen. Ein auf Geschicklichkeit. Läuft. Gut. Moment. Wo mache ich denn jetzt was drauf? Weiß ich nicht. Kriege ich jetzt eigentlich hinzu durch die Aura? Ich trinke mal was. Wir können weiter. Lalalala. Jetzt. Lalalala. Nicht schlecht. Okay, ich krieg 1200 hinzu durch die Aura. So, jetzt sind die Egoisten-Skills sind vorbei. Jetzt werde ich für uns alle weiter skillen, indem ich jetzt meine Augen. Ich schon meine zwei Augen schon längst. Das heißt, wo ich egoistisch war, war meine Feuerkugel. Ja, ich wollte egoistisch werden, als ich jetzt meinen Shotgun-Schuss und meinen Ding-Skill gehabt habe, meinen Durchschlagenschuss. Aber die habe ich jetzt beide fertig. Und jetzt werden erstmal von sowohl der Dings-Meisterschaft, sowohl als auch der Geist-Meisterschaft jetzt nur noch erstmal Team-Skills kommen. So, ich rede mal mit Menestheus, König von Athen. Wir haben den Auftrag, ein Ablenkungsmanöver für Odysseus durchzuführen. Es gibt da eine wichtige Dämonin in diesem Lager, die das Kommando über dieses Gebiet hat. Es ist eine Melinoe-Blutkönigin.
Wir sollen sie vernichten und dabei so viel Lärm wie möglich machen, damit Odysseus und seine Männer beim Tor unbemerkt bleiben. Wenn du den Angriff anführen würdest, Held, wäre mir das eine Ehre. Also, wir sollen für Lärm sorgen, eine lautstarke Ablenkung. Damit Odysseus angreifen kann. So, wir gehen mit den Typen hier, die führen uns zum Ziel. Wahrscheinlich okay. Geht's hier runter oder so. Damit Odysseus ruhig weiterkommen kann. Oder ne? Da hat Us vielleicht seine Connection verloren, weil Vamp ist ja noch da, ne? Ja. Ja, dann wird Us wahrscheinlich kurz seine Connection verloren haben. Kann sein. Sag dem mal, der soll wieder reinkommen. Boah, er kämpft ja mit. Us, komm wieder in Confi. Dass er einfach rausfliegt, richtig seltsam. Ah, jetzt bin ich wieder selber drin. Ohne Sinn, mein Internet kackt gerade richtig ab. Was bei dir? Okay. Nimm mal ein paar Sachen mit. Mit Schnapp. Hat die Aufgabe eigentlich geschafft? Ja, die hat sich zumindest aktualisiert. Sollte eigentlich jetzt geschafft sein. Einen Gegner töten? What the fuck? Ja. Einen großen Gegner. Das war genügend lautstarke Ablenkung. Also, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit den NPC nochmal reden kann. Jetzt gleich, warte mal. Gehen wir nochmal dorthin. Wahrscheinlich schon, wenn wir jetzt seine Aufgabe abgeschlossen haben. Ja, wobei manche aktualisieren sich auch von alleine, dann müssen wir dann nicht noch irgendwie zum NPC wieder zurückkehren. Heute nicht! So, erstmal die ganze Fische hier loswerden, so. Ach, halt, weil er mir jetzt Bein schien, so. Gehen wir mal gucken, der hat nichts mehr zu sagen, oder? Nope. Doch, hat er. Doch. Nope, blablabla. Das ist wahrlich ein großer Tag. Ich habe keinen Zweifel, dass Odysseus Erfolg dabei hatte, in die Stadt zu gelangen. Bald wird alles in Elysion wieder gut sein. Eines Tages werde ich meinen Nachfahren von dem Tag erzählen, an dem ich Schulter an Schulter mit dem großen Titanenbesieger für Ehre und Ruhm Elysions gekämpft habe. Yeah, 35.000 Erfahrung, das ist immerhin schon mal relativ viel gewesen, wenn ich jetzt gerade auf meinen Balken gucke. Halber Balken. Also für mich ist, warte erstmal hier oben noch, haben wir hier noch ein kleines Gebiet. Für mich ist das schon mal ausreichend. Nope, der macht mir jetzt nicht so viel Schaden. Sag ich lieber denied. So, und dann hier lang. Tja, es ist auf einmal voll die Sonne draußen, ey. Ja, gerade. Ja, das Wetter macht heute eh, was es will, irgendwie. Ist halt auch April, ne? April, der macht, was er will, ne? Genau. Kennt man ja den Spruch. Auszehren ist Medaillon. Haha. Schweinemedaillon. Mal gucken, wie viel Geld habt ihr eigentlich, damit ich weiß, ob ich dann gleich 4-2. 4-2, okay. Und du, 4,5. Okay, dann muss ich mal gucken, weil das Upgrade oder das Downgraden heißt es ja eigentlich eher. Oh scheiße, jetzt werde ich gerade hier halb geblendet, obwohl eigentlich mein Rechner nicht von der Sonne beschienen wird. Aber weil das Gebiet so dunkel ist, fällt es trotzdem auf. Deswegen. Egal, es reicht schon aus. Titan Quest ist ja halbermaßen noch ordentlich beleuchtet, dass es noch geht. Wenn ich jetzt ein Horrorspiel spielen würde, müsste ich jetzt erstmal den Vorhang zumachen. egal, aber Horrorspiele spielen wir momentan noch nicht. Ich weiß nicht, ob fast Horrorspiele, nein. Die werden wir niemals spielen. Ich weiß nicht, ob. Ja, wir eh nicht, weil die meisten Horrorspiele eh nicht Koop sind. Aber das halt eben, wenn ich welche spiele, dann weiß ich auch noch nicht, ob ich welche spielen soll und welche dann überhaupt. Wenn du musst du Horrorspiele eh abends spielen. Ja. Damit halt sowas nicht passiert. Dass es auf einmal richtig hell wird. Ich kann auch einfach vor. Ja, okay, man kann natürlich auch Vorhang runter machen, aber ist ja lame. Ah, noch einen guten Herztrank. Bei Slenderman hätte ich die Krise bekommen, ne? So. Ach, jetzt sind wieder einiges an Aufgaben. Okay, Moment. Als Hades seinen Plan ersann, ließ er einen Teil seiner Kräfte auf seine drei mächtigsten Machei übergehen. Wir befürchten, dass selbst wenn Hades besiegt wird, diese Generäle genug Macht und Willen besitzen, um die Armeen anzuführen und ihren Fürsten zu ersetzen. Für Maurizio! Hades Generäle, das nächste. Sie haben von einem Geheimnis erfahren. Obwohl sie seine eigenen Schöpfungen sind, kann Hades die Dämonen nur innerhalb seines eigenen Königreichs beherrschen. In dem Moment, in dem ein Dämon seinen Fuß auf das Land der Lebenden setzt, wird sein eigenes wildes Herz zu seinem einzigen Herrn.
Weil er das wusste, hat Hades die 5 Erebus-Kristalle geschaffen, um seine göttlichen Kräfte nach oben auszuweiten, wo sie eigentlich niemals sein sollten. Wenn du diese Kristalle zerstörst, dann werden seine zahllosen Legionen wie Pfeile in einem gebrochenen Bogen sein.